Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Stream. Und ich habe Erz unterbrochen, tut mir echt leid. Ja, ich wollte auch gerade anfangen. Hallöchen zusammen. Und Schönen damit guten Abend. schon eine coole Einleitung für diesen Stream zu Circle Empires Rivals. Ja, ich weiß das, Erz. Ich hoffe, du Ja. weißt das auch. Gestern musstest du den Namen nicht. Nee, gestern war ich da ein bisschen irgendwie out of range. Keine Ahnung, was mich davon abgehalten hat, aber ja, Circle Empires Rivals, das ist das, was wir heute zocken und daddeln. Also mal wieder. Ja, ist ja momentan, ich sag mal, so eine kleine Phase. Und warum auch nicht wahr? Ich meine, Jawohl. macht ja auch Spaß. Auf jeden Fall. Deswegen wollen wir ja weitermachen. Das Lustige ist, ich werde schon gleich wieder aus der Lobby geschmissen. Dann sieht man hier gerade, wie der Counter schön runterläuft. Gut, dann wähle ich mal schon mal hier die Nixe und Goblin aus, die wir ja noch freigeschaltet haben. Nixe und Goblin, genau, da waren wir dran gewesen. Wähle ich dann auch mal aus. Beginnt mit Und 150 Holz. wir hatten Geld zum der Garstige. Geldzom. Bösartiger Zauberer, der viele magische Artefakte sammeln konnte. Dadurch besitzt er gefährliche Beschwörungsmacht. Ja, wir sind Ja, kein gespannt. Problem. Eine Krake und er ist weg. Ein Kraken. Nee, lass den Kraken frei. Oh, und Oh. schon sind wir in der Wasserwelt. Das ist ja. So viel da zum Kraken. Dann habe ich Fische, die mir hier nach. Ach so, nee. Ich habe Froscharbeiter, okay, ich habe nichts gesagt. Fischarbeiter. Ich habe nur jetzt Fische zum Dings gehen sehen, deswegen war ich gerade ein bisschen verwundert. Aber es ist. Ja, Goblins und die Frösche. Ich habe mal die Frösche platziert. Die sind zwar ein bisschen teurer, dafür aber auch ein klein bisschen schneller. Ich glaube, die bringen dir auch später einen besseren Bonus, wenn die aufleveln. Kann durchaus sein, das weiß ich gar nicht. Apropos aufleveln, ich sollte mal hier so einen Zaubertypen stellen. Wie viel Oh, was habe ich Reise denn haben daraus wir? gekriegt? Okay. Okay, ich habe einen dunklen Ritter bekommen. Und ein Friedensstifter. Wie du direkt zwei Goldkisten hast oder zwei Überraschungskisten. Ich habe gar nichts hier. Ist das Ding echt Friedensstifter? Ja. Ach da, ja, wollte. Das ist sogar gleich eine Stufe 2 Friedensstifter, Mann. Das ist irgendwie so. Das ist Das ist auch fair. schon eine Erweiterung von irgendeiner Einheit. Ich weiß nur nicht von welcher. Der Friedensstifter? Okay. So, was hat er denn noch Schönes? Böse Nixe, Nixenbogenschützen und Nixenpriester. Und Nixensperrwerfer. Also sehr auf Wasser Aufkraken. aufgebaut. Boah, nach oben hast du keine Verbindung. Kraken nützen dir nichts. Ist ja mies. Ja. Zur Abwehr höchstens. Aber Ja. das nützt auch nichts, weil wir in den Angriff müssen. Ja, und der greift uns nicht an. Außer vielleicht wieder so ein gelber Barbar. Hoffen wir mal nicht, dass der hier unterwegs ist. Aber ich sehe, die Banditen rüsten in 5 Minuten auf. Oh nee. Naja, gut. 5 Minuten kann viel passieren und ich könnte ein High droppen. High ist schon mächtig. Das stimmt. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass mein Teil hier Holz droppt, weil so viel hatte ich davon gar nicht in meinem Biom drinne. Ja, ich hatte gar nichts davon. Meine ich sogar. Ich hatte nur ein bisschen Goldfisch und normalen Fisch. Deswegen habe ich auch schon Gold. Ja, Goldfische hatte ich hier auch. Deswegen war auch das erste, was ich gemacht habe, gleich die Försterhütten, bevor ich den Zauberer gemacht habe. Ja, ich habe nicht so drauf geachtet. Ich dachte hier, diese komische Schilf oder was das da ist, der wird auch abgebaut und als Holz verwendet. Falsch gedacht. Wenn du Marktplatz hast, sag mir Bescheid, ich hab schon einen. Ah, das dauert noch. Die brauchen Holz, genauso wie die Karre. Ja, aber nur 200. Warte Ruhe ich. ist gut, wenn du nichts hast. Ja, gut, dann hier, Mann. Aber warte, ich brauche erstmal die Fischhütte, danach kriegst du's. Ja, die Fischerei brauche ich auch noch.
Ja, dann kauf du dir erstmal die Fischerei, ich hol dir den Markt, wenn ich ihn dann erstmal hab. Also das Holz. Ah, wobei, das bringt Megalodon könnte ich nichts. schon mal setzen. Das bringt nichts. Bitte was? Das Megalodon könnte ich schon mal setzen. Ach so. Der Hai. Ja. Ja, es bringt aber nichts, wenn ich dir jetzt einen Markt dahin hau, ne? Dann kannst du nämlich keine Karawane setzen. Doch klar, ich kann Karawanen setzen, so viele wie ich im Kreis habe, wie viel Kreis ich habe, Dann Bro. schau mal, ob du jetzt eine Karawane setzen könntest. Nee, jetzt nicht, jetzt habe ich ja noch keinen Marktplatz. Genau, wenn ich dir jetzt den Marktplatz baue. Habe ich einen bei mir im Kreis. Okay, dann Siehst schauen du? wir mal. Krass, wie unfair, es geht nicht. Habe ich ja gesagt. Also muss ich einen Marktplatz auf jeden Fall selber bauen. Ja. Würde ich den hier wieder abreißen, oder? Ja. Sonst kann ich ja selbst keinen mehr setzen. Oh, du schuldest mir Holz, Mann, 200. Was? Das Habe ich gar Ding. nicht gesehen. Vor allem. So, wo ist denn der Fischerhütlich da? Das war jetzt irgendwie ein schwerer Anfang. Ich habe mich echt am Anfang direkt verkalkuliert. Ja, mit dem Holz, ne? Ja. Oh, was hat denn der da? Ölwerfer. Feuerschaden. Ja, na gut. Die Frage ist, ob die gut sind. Ja. So, was habe ich denn da überhaupt an Feinden? Banditen 740. Oh, bei dir sind es nur noch 2 Minuten. Ja. Aber den kriege ich. Da mal mir keinen Kopf. Können diese Nixon-Dinger eigentlich auch auf Land gehen? Ja, aber die sind auf Land unheimlich langsam. Ja, das denke ich mir, weil es ja Fischwesen sind. Oh, erstmal gucken, dass ich mir eine kleine Armee aufstelle. Aber der hat halt gar nicht so wirklich viel, ne? Nee. Die Goblins, die Ölwerfer und dann hört es schon langsam. Ah ja, die anderen sind halt zu groß, die Einheiten schon. Aber der Rest ist eigentlich nur Wassereinheiten. Dann helfen mir für den Moment erstmal die Wolfsreiter weiter. Obwohl die gar nicht so stark sind. 150 Stärke für 5 Leute. Das hört sich ein bisschen schwach an. Aber wenn wir noch den... Schildzauberer dazu ballern und... einen Healer dazu ballern, sieht die Welt auch schon wieder anders aus. Ein Healer? Oh ja. Nice. Dann kommen noch ein paar Ölwerfer zum Einsatz. Oder soll ich erstmal ein Säurewürmchen machen? Säurewurm ist natürlich auch nice. Ja, hab ich auch schon 2 Stück und ein paar Ölwürfe. Jetzt greifen sie mich an. Greift doch das wieder an, Mann. 84. Danke. Boah, da ging schon ein Säurewurm drauf. Nein, geht doch nicht da hoch. So. Eins. Das war aber schon ein anstrengender Kampf. Ja, was?
Weil ich jetzt schon wieder den hier verloren habe. $1,1K, aber das wird noch nicht reichen. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass da einfach zu viele Leute bei drauf gehen, wenn ich den jetzt angreife. Wieso? Weil ich den nicht sinnlos verlieren will. Schon im ersten Fight. Aber ich weiß auch nicht, was für eine Einheit ich da gut nehmen soll. Komm, ich baue noch einen Steintroll. Na gut, 1,4K. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich muss es mal versuchen. Komm schon, Erz. Ach, da ist noch einer. Jawoll, ey. Kann man Nahrung auch in Holz tauschen? Nee, ne? Leider nicht. Kollege, du sammelst. Du sammelst jetzt Holz. Höchstens noch eine Bank machen, aber das bringt es jetzt auch. Dadurch, dass man stetigen Gold-Income hat. Ja. Und ich habe ja auch eine Bank. Oder reicht mir die eine? Na, ich hatte noch nicht die Ressourcen dafür. Wie viel Gold hast du denn jetzt? 1500. Oh ja, dann reicht das auf jeden Fall. Na komm, setz mal auch mal eine. Wie sieht Gold kann nicht schaden? Ja, für die Upgrades schon. So, 1,8K. Und der wird gleich angreifen, so wie es aussieht. Ja. Der was? Ach so, ja. Der hat aber nur 740. Ich dachte gerade, du meinst den mit 1,8K. Nee, 1,8 hat meine Armee gerade. Riesengoblin. Na komm, bauen wir davon auch mal ein. Ja, ich habe auch schon zwei davon.
Wenn er runter geht, hole ich mir unten das Gebiet gleich danach. Er geht natürlich nicht runter. Natürlich nicht. Na gut, dafür haben wir noch ein Gebiet gewonnen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Was? Kommst du klar? Naja, dann geht's weiter. Ungewollt allerdings. Ja, was lübt, das lübt, ne? Ja, ich habe nur das Riesenproblem. Ich wollte unten eigentlich aufwerten. Jetzt ist der Bandit rechts daneben sich auch schon auf den Kampf am Vorbereiten in 2 Minuten. Ich will den halt auch eigentlich ungern angreifen, weil dein Gebiet, das letzte, was du da rechts jetzt nehmen könntest von den Barbaren, dann kommst du nirgendwo mehr lang. Ja doch, ich gehe über dein Gebiet quasi drüber. Na gut, das stimmt. Dann werde ich ihn jetzt mal angreifen, bevor er mich angreift, glaube ich. Weil ich weiß nicht, er könnte ja auch links rüber gehen. Irgendwie alles nicht so richtig zufriedenstellend gerade. Boah, Nixon Fürst könnte ich jetzt setzen. Vor einem Freund im Kreis erhalten 200%. Bla 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 bla, halten plus 12% schnelleren Angriff. Ja, da ist irgendwas überschnitten. Ich glaube, dass da irgendwas von Lebensraub oder so steht. Problem ist, da steht noch was, deswegen glaube ich nicht mehr, dass es Lebensraub ist. Am Ende steht da irgendwie, dass es Freunde im Kreis halten 200% Spawnrate oder Verdopplung oder so. 200% Damage von den anderen. Ja, oder so. Wird nur grün dargestellt, um es positiv wirken zu lassen. Ja, haben sich die Entwickler einfach einen Spaß erlaubt. Das wäre natürlich auch irgendwie ulkig. So, ich könnte den jetzt auch machen, aber zu wenig Wasser.
Richtig mies, Mann. Im Schnee lasse ich einfach die Goblins arbeiten. Warum habe ich eigentlich so viel Holz auf einmal? Oben ist er ja schon. Wahrscheinlich könnte man mit seinen Armeen direkt drauf gehen. Du hast 15,9k in diesem Teil. Ich habe 12,9k in meiner Armee. Da macht bei Okay. dir der wohl oben locker platt. Habe ich auch mal ein paar Nixenfürsten erstellt, einfach so. Ah, direkt. Ja, zwei Stück. Hatte sich so ergeben, verstehst du? Ja. Ja, manchmal gibt es ja auch hier wie hier steht, Errungenschaften, wenn Ja. man davon viele erstellt. Ja, zwei würde ich jetzt nicht als viele bezeichnen. Ja, komm, wir können Okay. meinetwegen. Ja gut, dann wähle ich den mal oben an. In 3, Warte, wo ist der? Ich 2. sehe den nicht. Was sind die Krone da? Jetzt sehe ich ihn. Okay, in 3, 2, 1 und Gibi. Verdammt, ich habe den falschen ausgewählt, glaube ich. Ja, ich glaube ich auch. Die Armee wird einfach nur stärker. Ja. Sehr Okay. schön. Haben wir jetzt gekriegt? 49 Kreise. Dominik der Verteidiger. Ja, 49, Mann. Bantier der Beliebte. Ein Felsenturm, ein Kreisverteidiger. 20 Damage to all your ranged units. Like Archers, Wizards, Towers, etc. Lustig, dass das dann auf Englisch da steht. Stimmt. Ich bin soweit. Let's go. Nicht verzagen, Runde starten. Oder sowas in die Richtung. Auf jeden Fall. Also, da waren die Frösche eben schneller mit dem Wegsammeln. Aber es lag vielleicht auch am Wasser. Entweder am Wasser oder daran, dass es mehr waren. Ich konnte nämlich von denen direkt mehr spawnen. Okay, dafür hatte ich auch kein Holz, vielleicht gibt es ja zu. Aber die hier kosten auch nur Nahrung. Ja gut, Holzfäller braucht auch Nahrung. Ja, das ist halt alles kuscht Nahrung. Wie sieht's denn da nebenan aus? In 6 Minuten.
Ich habe aber nur 455. Vor allem die da drunter haben 400 und es sind einfach nur 2. Ja. Und von da aus geht's mal wieder nicht weiter. Oh ja. Aber die Map ist diesmal ziemlich groß im Verhältnis. Ja, das stimmt. Der ist das oben ist rechts im Eck. 4x4 Kreise und das ist jetzt fast 3x4 so groß. Ja. So ist das eben. So ist es. So, der Marktplatz steht jetzt. Der Marktpalazzo. Ja, ich habe auch einen. Ich habe nur noch keine Karawane. Nice. Das macht nichts. Ich habe auch oft erst nach dir eine. Ich sehe, doch, du hast beide. Sehr schön, die Arbeiter steigen auf. Du musst schon 10% Bonusmaterial sammeln. So muss das sein. Die sollen mal was tun für ihr Geld. Sagst du was? Apropos Geld, da könnte ich noch eine Bank bauen. Aber jetzt muss ich erstmal einen Händler haben. Du meinst eine Karawane? Genau. Bank ist eine verdammt gute Idee, die hätte ich fast vergessen. Was hat er denn für Einheiten hier? Immerhin hat er eine heilende Fee. Langt nicht. 3 Minuten noch, bevor er angreift. Die Frage ist, willst du zu mir hochkommen und den zuerst erobern? Ich würde den neben mir gleich erobern wollen, weil der ist gerade echt schwach, gucken dir an, mit 200. Ja, der mit 1,3 macht mich dann wahrscheinlich platt, aber es geht eigentlich eher darum, dass die Gebiete zusammenhängen. Ach so. Dann kommst du da unten nicht raus. Doch, ich kann doch über dein Gebiet laufen, das ist doch scheißegal. Nein. Macht doch nichts. Also mir ist das egal. War nur eine Frage. Ja, nee, passt. Gibt ja keinen Bonus oder so, wenn die zusammenhängen, glaube ich. Also. Nee, nicht wirklich. So, jetzt kann es halt auch sein, dass er einfach unten in mein Gebiet reingeht. Könnte durchaus sein. Wenn er das tut, dann kann ich ja hoch in das Gebiet und kann mir das claimen. Und dann kannst du dir oben drüber die Granditen claimen, wenn du das möchtest. Ja, ich wollte tatsächlich eigentlich eher nach oben gehen. Wenn der mich jetzt natürlich angreift, muss ich erstmal gucken. Wahrscheinlich kann ja, ich ja. mich nicht mal... Ich bin da. 7k, der hat nochmal aufgerüstet. Oh ja. Und ich habe nicht so viel. Meine Kampfkraft hat gerade meine Stärke von 540. Aber man darf das nicht unterschätzen. Ich habe viele Speerkrieger dabei und der hat überwiegend nur Kavallerie. Ja, das stimmt. Und die Mauer hält ihn ja noch ab. Ja. Die könnte ich sogar einmal aufrüsten. Also für den Fall, dass er sich in einer Minute entschließt, in die Richtung zu kommen.
200% mehr Schaden an berittenen Einheiten, ja. Das ist halt eine Hausnummer, ne? Vor allem, weil das alles Berittene sind. Ich meine, der macht auch nur 6 Schaden, aber das heißt, der macht schon 12. Oder macht er dann sogar schon 18, weil es 200% mehr sind? Das ist eine gute Frage. Aber es ist gut, davon ein paar zu haben. Ich würde gerne noch einen Heiler einstellen. Oh, da kommt er. Jetzt habe ich natürlich die Mauer nicht angewählt. Guck mal, was da alles an Gebüschen rauskam. Ja. Was du jetzt an Nahrung von dem gekriegt hast. Nice. Aber Nahrung brauche ich eigentlich gar nicht so. Ich sag natürlich trotzdem nicht nein dazu. Immer so, ein bisschen Nahrung würde ich nehmen. Wenn du dafür Holz abdrücken kannst, immer gerne. Passt schon. Alles gut. Ich meine nur. Ja, ich brauche nicht aber so ich... viel. Das Ding ist, ich habe auch nur 600 Holz. Was? Ja. Deswegen. Das Problem ist, dass diese Speerträger ja übelst viel Holz kosten. Das ist eigentlich kein Problem, aber... Dass die sich da gelohnt haben. Ja. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich glaube, hätten wir die nicht gehabt, wäre es übler Ausgang. So, dann gehe ich mal hoch zu den... Ach nee, ich habe ja noch gar keine richtige Stärke. So, jetzt kann ich einen Heiler dazu. Die habe ich jetzt scheinbar gestellt. Okay, dann versuchen wir es. Ich brauche langsam Gebiete, sonst komme ich hier nicht weit. Okay, den haben wir schon mal. Oh. Willst du rechts zu dem oder also von dir oder hoch? Ich glaube, ich werde erst noch weiter hochgehen. Dann hol ich mir den rechts, weil der wird gleich angreifen. Ach, er da, ja. Und das will ich ehrlich gesagt nicht, also hol ich mir den jetzt gleich. Einhörner? Na, das wäre natürlich.
Hey. Ein Drache dabei. Erstmal den holen. Okay, die Defense-Gebäude sind nicht schlecht. Also diese... wie nennt man das? Ja, genau. Ja, der Kreisverteidiger schützt dann ja prinzipiell auch gar nicht mal so schlecht. Direkt vor Fernangriffen, ne? Das stimmt, ja. Darf man auch nicht unterschätzen. Ja gut, nur eine pro Gebiet. Pro kontrollierten Kreis. Ja gut. Ach, du wolltest noch Feen einsetzen, ja? Bitte? Du wolltest noch mehr Feen einsetzen. Nee, heilende Fee ist auch nur pro einer pro Kreis. Ja. Und die generiert ja auch gut Holz, ne? Aber nee. Stimmt. Das ging jetzt eigentlich viel mehr um die Karawanen. Hast du einen zweiten Marktplatz irgendwo gestellt? Ja, unten im rechten Eck bisher erst. Ich wollte jetzt noch das Monster da übernehmen und dann hätte ich da jetzt nochmal einen gesetzt, also unter mir. Ja, ich wollte jetzt auch erstmal bis ganz oben, wollte ich mich durchkämpfen. Ja, es sind halt noch drei Felder, ne? Ja, aber dann wollte ich da einen hinsetzen. Das ja. Ist zumindest der Plan aktuell. Steigen bald wieder auf. K. Viele Healer dazwischen. Wir schnappen uns jetzt den hier. Jawohl. 3,5k Bogenschützen. Okay. Ich habe so das Gefühl, das Spiel wird nicht einfacher. Nee. Wird's wirklich nicht. Oh verdammt, das Feindgebiet will bald angreifen. Welches? Da gekriegt. Cool, Wehrarbeiter. 7, vielleicht greifen sie ja die Monster unten drunter an. Ja, vielleicht. Natürlich nicht. Naja, jetzt gehört deren Gebiet mir. Und die Monster unten drunter sind stärker geworden.
Schwierig, ich will die halt nicht opfern, ne? 14,6k und 19,8k. Das wird wohl erstmal nichts mit der Ecke da oben. Ist ja ein gut Spiel, ich hab's verstanden. Dann setzen wir da erstmal einen Marktplatz. Noch irgendwas? Definitiv Arbeit. Lila könnte ich noch vertragen. Wo sind sie denn? Viel zu wenig für die große Truppenanzahl. Boah, 18,3 willst du mich. Warum hat mein einer Kreis kein komisches Verteidigungsgebäude mehr? Das wundert mich gerade. So, jetzt ist wieder eins da. Da wird es platt gemacht, das hast du gar nicht mitgekriegt. Ja, schlimm, ey. Ja, kommt vor sowas. Oh, der will in 2 Minuten angreifen. Jetzt ist er bei 20, auch schon wieder kaum ein Healer. Sind das Explosionspilze? Nehmen sie mit Schallpilze. Viel verloren? Ich hab keine Ahnung. Ja, die Viecher werden immer stärker, egal wohin du gehst. Was schwach. Ja. Moven sie auch noch darüber. Aber das Schöne ist, wir werden ja auch immer stärker. Ja. Ist nicht nur mit jedem Feld, das ich übernehme. Sondern sogar auch zwischendrin.
1,1K. Ich könnte es jetzt mal versuchen, mit ihm aufzunehmen. Er wird bestimmt eine Hausnummer hier oben. Wer weiß, was das alles für Leute sind. Mit extra Leben. Aber er könnte auch knapp werden. Da muss ich doch glatt mal rüber linsen. Ich will am besten noch ein paar Ritter setzen, bevor ich hier jetzt voll in den Angriff starte. Okay, versuchen wir mal unser Bestes. Welchen greife ich zuerst an? Am besten den komischen blauen, der sieht so riesig aus. Ist wahrscheinlich das schwächste Monster von allen bei meinem Glück. Höchstwahrscheinlich. Boah, wie er einfach da unten durchrennt. Oha, es war Mein ein Tor platt Zombie. macht. Das sind Zombies. Oha, Mann, das sieht schlecht für dich aus. Naja. Das mit den Zombies war jetzt richtig blöd. Er latscht dann auch einfach rein, weißt du? Ja. Also die zwei Gebiete konnte ich dir verteidigen. Du hast keine Truppen mehr, ne? Nee. Sind die Drachen da von dir? Ja. Ja. Aber die halten auch nicht lange durch. Ich denke mir mal einfach, oder ich hoffe einfach, dass der Drachen nicht zu Zombies machen kann. Boah, jetzt kommt der oben auch noch eine Weile. Ist er da schon der Boss? Nee, ne? Nee. Ah, Mann. Oha, Mann. Wie sich da. Boah. Ich weiß gar nicht, was da gerade abging. Ich war ja mit dir beschäftigt und höre dann rechts hier Gefeite, rechts, ganz rechts von meinen Gebieten. Das war da auch ein Kampf, oder was? Ja, die Monster waren scheinbar unten und die Banditen waren oben, oder was? Irgendjemand hat irgendjemanden angegriffen. Ich glaube, die Monster haben unten die Banditen angegriffen. Oder weiß ich was. Die Banditen haben aber verloren und dann haben sie das Gebiet unten gewonnen. Also ich weiß nicht. Vielleicht waren die auch vorher oben. Ich habe echt keine Ahnung. Da habe ich nicht richtig aufgepasst, leider. Oh, das ist nicht die Fische fressen. Okay, krass, wie er mich einfach mit den Zombies platt gemacht hat.
Ich will mich jetzt voll hier drauf gehen eigentlich. Mal sehen. Kriegen wir jetzt euch schon hin. Wenn nicht, kriegen so Neues. Prozent Chance, Pfeilen auszuweichen. Das ist halt auch richtig mies, ne? Oh ja. Damit wohl auch Äxte gemeint? Das ist eine gute Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Geh ich erstmal hier zu den Geistern und Zombies hoch. Nehmen vielleicht Verluste in Kauf. Aber die Stärke hat zugenommen. Was geht denn da oben ab? Ach, die Barbaren haben das übernommen. Ja. 46k. Ja, die Barbaren sind übel, Mann. Okay, ich habe das zulässige Einheitenlimit erreicht. Okay. Wir haben zwar eine 50%ige Chance, den Scheiß auszuweichen, den Pfeilen. So viele. Richtig. Die Masse macht's. Und ich bin wieder stärker geworden. Mal schauen, ob ich ein paar Ritter setzen kann. Boah, ein paar ging. Ach, guck mal, der hat nur 5,5k. Und gute Nacht. Banditen oder Monster? Ah, holen wir uns erst die Monster. Schon wieder 50% Chance, Pfeilen auszuweichen. Banditen da oben. Um 36,4k und 50 EP für alle. 37, 26, unten 41. Ja. Und wir sind noch nicht am äußersten Rand. Nee. Aber in der Mitte sind sie noch recht schwach. Die Barbaren greifen die Monster an. Das ist ein Gewinn.
Ach, für die Barbaren. Nee, ich meinte auch so, die schwächen sich gegenseitig. Ach so, ja. Eigentlich Die müsste ich hatten direkt rein. 41k. Und die Monster hatten eben noch 30k. Guck mal, wie das geht, ey. Okay, die Barbaren räumen ganz schön auf. Ja. Die behalten ihre 41k. So. Aber denen wird da ein Gebiet noch zugesetzt. Okay, aber minimal. Sterben Wo? jetzt am Gift weg. Ach, da oben. Ach, da oben. Bei mir unten haben sie nämlich auch gefightet. Ich habe gedacht, du redest von mir, also hier unten. Okay. Ja, krass. Oh, mit Kraken und allem. Egal, dann hole ich mir Ja. als erstes die Kraken. Okay, Krake weg. Und Krake Ich weg. weiß nicht, so viele Gebiete wie du hast, hast du auch bestimmt Ressourcen ohne Ende, oder? Habe ich auch. Was brauchst du? Schick mir Holz und Nahrung. Ich kann beides gut gebrauchen. Ich habe zwar jetzt aktuell 3K, aber die Drachen kosten einiges. Okay, ich schicke dir mal so 30.000 Holz, 30.000 Nahrung Alles und klar, Gold brauche ich 5.000. keins. Okay. Da. Hast du. Ja, danke. Bitte. Oh, ich habe auch ein paar Drachen. Nochmal zusätzlich gespawnt. Oh, da habe ich jetzt was verloren. Oha. Wie mich einfach angreift, der Drecksack. Doch, man nennt ihn Drecksack. Wir greifen auch alles an. Ja, na klar, aber wir sind auch die Spieler. Ja, gut, das stimmt allerdings. Ich muss mal irgendwo Bauern abziehen, die sollen woanders arbeiten. Irgendwo, wo noch keiner arbeitet. Ach, egal. Ach, guck mal, hier stehen ein Haufen Leute rum. Die könnten alle arbeiten. Aber hier gibt's was zu tun für euch. Hier gibt's was zu tun. Hier. Du gehst nach darunter. Einfach nur, weil ich weiß, dass das Gebiet gleich angegriffen wird. So. Er geht nicht. Okay. Ich habe jetzt eine Stärke von 110k. Jetzt habe ich eine Stärke von 116k. Oder hat der nur Elite-Truppen da drin? Aber gegen die Masse macht er halt trotzdem nichts. Ein Eisengolem, Alter.
Oh, das Feindgebiet oben greift an, wahrscheinlich mich. Cool wäre, wenn er wieder auf die Barbaren geht. Dann leveln die sich zwar auch gegenseitig hoch, aber ich würde ihn dann direkt mit angreifen. Eigentlich auch immer das Beste, was du machen kannst. Ja, direkt von zwei Seiten flankieren, bevor der noch stärker wird. Ja. Ja, der geht runter. Oh, da ist der Boss. Ich könnte ihn sogar easy machen. Was heißt Ja, das easy, kann ich schon aber? machen, klar. Der ist schwach im Gegensatz zu mir. Ja, dann lass mich den hier gerade noch versuchen, ein bisschen zu schwächen, je nachdem, was der hier tut. Das war wirklich ausschlaggebend, den dann anzugreifen, wenn der selber gerade im Angriff ist. Also, von mir aus kannst du den Boss dann platt machen da. Okay. Oder wolltest du erst noch. Nee, nee, passt schon. Ich sende dir mal, was ich habe. Vielleicht kannst du noch eine fette Armee hier schnell mit aufbauen, dann kannst du auch hier. Ja. Hier. Hast 100.000, 100.000 und 70.000 bekommen. Ich kann damit halt nichts machen, wenn meine Armee komplett ist. Das stimmt. Schau dir mal die geupgradeten Leute an. Manche sind schon übelst riesig. Alleine der Reiter hier. Guck mal, wie groß der ist. Der ist fast so groß wie dein Drachen. Boah, wie du schon reingehst. Ach so, sorry. Scheiße, das waren die anderen Einheiten. An die habe ich gar nicht mehr gedacht. Gerade sagen, wo ist der denn? Verdammt. Das war jetzt irgendwie nicht so geplant gerade. Vor allem, ich sag noch, schau mal, wie groß der ist. Du sagst nichts, zack, rennen deine Leute da rein. Ich war ja noch die Armee da am Ausheben. Ich wollte jetzt eigentlich noch auf die Stärke gucken. Ich habe da einfach nur noch Drachen gespawnt und dann hier ein paar Healer dazwischen gehauen und. Oh Mann. Und dann plötzlich sagst du, oh, du greifst ja schon an. Flynn, der Fußsoldat. Flynn ist ein berühmter Söldnergeneral, der nur Infanterie rekrutiert. Flynn sagt, dass man nie einem Tier die Aufgabe eines Soldaten überlassen sollte. Besetzte Kreise erhalten ein Speerkämpfer. 15% erlittener Schaden aller Kreaturen und Gebäude, die angreifen können. Plus 15%. Hey. Na, dann würde ich sagen, spiel mal mit dem. Ja. Titus der Tyrann. Oder Gruff der Goblin-General. Dann nehmen wir den. Den kenne ich nämlich noch nicht. Titus, den Tyrann kennen wir auch noch nicht. Aber Titus war doch von Anfang an schon freigeschaltet, oder? Nein, Einer mit der ersten oder der zweite. Titus haben wir freigeschalten, weil wir Willow der Hexer gespielt haben. Naja, irgendwas war da. Okay, let's go. Jawohl. Jetzt los. Mal wieder. Der hat sogar Froscharbeiters. Der hat wieder einen Frauenarbeiter. Und einen Speerkämpfer hat er. Wehrkämpfer? Der hat auch den Axtriesen. Und den Sandkoloss. Und wieder Gold generiert. Dass sie ihr nichts bringt. Der hat sogar die Kraken, den Krakenkopf, krass. Den hat aber irgendwie fast jeder, oder? Ja, das stimmt, den hat wirklich fast jeder.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß immer noch nicht, wer mir so wirklich am meisten taugt. Ich glaube, das kommt wirklich auf den Spielstil an. Wie gesagt, da wo du einfällst und der drei Bäume generiert, der macht halt wirklich bei diesem Überlebensspiel richtig Sinn. Das stimmt, ja. Das ist ganz praktisch, wenn du so einen dabei hast. So ein, der Holz generiert. Ja, beim Überlebensding. Ist ja ultra praktisch. Ja. Marktplatz steht. Und ja, der Marktplatz. Der, wo den Marktplatz setzt, automatisch, ist aber auch nicht schlecht, ne? Aber im Überlebensspiel bringt der halt nichts. Und die Nee, das Frage war ist halt, dieser Händler. naja, es war eher dieser Khan da, dieser Reiterlord. Die Frage ist halt, lohnt der sich überhaupt im Überleben? Weil dann wird er da auch keine Karawane und keinen Markt stellen können. Und vor allem, der spawnt ja nur eine Karawane pro Kreis. Wenn du keinen Markt stellen kannst, bringt dir die also quasi nichts. Und dann kommt ja noch mit dazu, dass wenn du den mit den Bäumen hast, der tut ja auch Forster stellen. Die dürften dann ja eigentlich auch nicht kommen. Wenn die aber doch kommen, dann sind das OP-Leute. Ja, wobei. Wenn du nur die Händler kriegst, hast keinen Markt, dann bringt's ja nichts. Ja, Aber wenn. Wenn die Gebäude doch besetzt werden, ist es super. der Markt wird da ja nicht einfach so gesetzt. Wird ja nur die Karawane gesetzt, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich meine, ich weiß es gerade nicht. Ja. Das ist es eben, ne? Jetzt sind es wieder 10 und die haben wieder Schwierigkeiten einzusammeln, aber es liegt vermutlich auch daran, dass ich diesmal wieder die Frösche dabei habe, ne? Nur Ja, die Menschen. Frösche sind einfach gut irgendwie. Aber ich benutze irgendwie immer pro Kreis 10 Stück. Das kommt immer drauf an. Ich versuche die auch immer so ein bisschen wegzuplatzieren, dass die schon auch laufen müssen. Meistens rentiert sich das. Weil dann wächst das Wild, dann wächst das durch die zwei Baumdinger. Im Endeffekt macht es aber keinen Unterschied. Ja, das stimmt. Du kriegst ja trotzdem genauso viel raus wie. Ja, und das, was wächst und bei mir stehen bleibt und bei dir nicht, das hast du ja dann schon abgeerntet. Also bist du ja in dem Falle sogar noch was schneller. Ja. Zumindest habe ich die Ressourcen schneller zur Verfügung. Mache ich.
Du hast halt wieder miese Gegner, ne? Wenn ich gerade sehe, was ich da hab. Oh Mann, jetzt sind die auch schon wieder aufgestiegen. Eben waren sie noch bei 800. Jetzt sind sie schon wieder bei 1,6k. Das Doppelte einfach mal. Na, und die oben drüber haben auch noch die Pfeile, die 50% Chance, Pfeile auszuweichen. Und meine 240, die greifen bald an. Toll. Und mein Typ hier alleine hat schon 500 Stärke. Was ist das für einer? Das ist der Axtriese. Oh ja. Dafür lohnt sich so ein Steinkoloss wieder, so doof es Der klingt. Steinkoloss hat alleine 2K Stärke. Jo. Alles klar. Ja, noch einen zweiten. Nee. Einer pro kontrolliertem Kreis. Ja, weil er Gold droppt. Ah. Die wissen schon warum. Aber ja, der ist dann eigentlich richtig gut. Ich weiß noch nicht, was man den Zombies so richtig entgegenstellen kann. Das ist ja Masse. So, oder Fernkämpfer. Ich würde den Axtwerfer, mit denen hat's gut geklappt. Ich hatte ja Megamasse eben, trotzdem haben die mich überrannt. Fernkampf Und mit so Axtwerfern und sowas, die dann auch wieder zurückschleudern, wenn die ich die hatte einen treffen. Haufen. Nee, die schleudern die nicht zurück. Das waren die normalen Bogenschützen. Die Hämmerer und die Axtwerfer sind gegen die gut, weil die zurückschleudern. So, danke. Aber das steht bei den Hämmerern gar nicht dabei, dass du die mit zurückschleuderst. Schaden gegen gepanzert, mehr Schaden an Gebäuden. Chance, Gegner zu betäuben. Ja, gut, dann ist es eben das Gegner betäuben. Sorry. Vor allem der Riese ist halt auch nur ein Axtwerfer, Mann. Ja, aber die Axt ist ein bisschen Ja. größer. Was denn? Es kommt da echt auf die Größe an. Wie er gleich kommt. Ja, aber die Axt ist da größer. Ja, logisch. Das erinnert mich an etwas. An den Flachwitz. So ist es. Der ist schlecht, also gibt's ihn zum Einstieg. Was ist gelb und summt über die Sommerwiese? Birne Maya. Oh mein Gott, ja, der ist wirklich schlecht. Du hast nicht zu wenig versprochen. Das stimmt. Mal doch Birne schon. Maya. Helsinki. Okay. Acht Wächter, den hatten wir auch schon. Ah. 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 Oh je. Oh je. Okay, Erz. Ja. Wovon träumen Katzen? Da hau ich jetzt leider nicht so schnell raus wie das andere. Okay, Achtung. Vom Muskelkater. Okay, Scheiße. alles klar. Okay. Oh Gott, der Zombie-Typ greift gleich an. Lass doch mal das Tor zu. Ich wusste gar nicht, dass das ein Flachwitz ist. Egal, ich lese es mal vor. Oh, verdammt, was ist hier los? Okay, du bist angegriffen, Erz. Bei mir ist es übrigens auch bald wieder soweit. Ich sollte mich mal lieber hier noch ein bisschen drum kümmern.
Und jawohl. Nun denn, du Papi, warum sind Elefanten grau? Das weiß ich nicht. Und warum sind Bananen krumm? Das kann ich dir nicht sagen. Und warum geht die Sonne im Osten auf? Noch nie darüber nachgedacht. Nervt es dich eigentlich, dass ich so viele Fragen stelle? Aber nein, Kind, frag ruhig, sonst lernst du ja nichts. Ja, da ist auch was Wahres dran. Ist wohl schlecht, was zu lernen, wenn man nichts fragt. Ärzte müssen mir erklären. Das ist, glaube ich, schon Korrekt. traurig. Was ist? Ach so, ich habe ihn verstanden. Ich werde ihn nicht erzählen. Ist das doof, Alter? Oh Mann, bin Ja. ich doof. Ja, ich musste zweimal lesen, dass ich ihn verstehe. Pass auf, Erz. Was ist, wenn der Bäcker ins Laub fällt? Wenn der Bäcker was ins Laub fällt. Jawohl. Ich habe keine Ahnung. Herbst. Okay, ja, Weil das da macht Sinn, ja nur aber. Laub liegt. Also, ich meine, weil ja nur im Herbst Laub liegt. So, das Ja. ist, klar macht das Sinn. Ich hab's aber erst nicht gecheckt, weil wegen dem Bäcker, weißt du? Was hat Ja, das mit warum dem ausgerechnet Bäcker ein zu tun? Bäcker? Ja, Ja. das ist so, keine Ahnung, Mann. Auf welcher Seite hat die Gans keine Federn? Auf der unteren. Auf der inneren. Auf der Innenseite. Auf der unteren hat der Kleine. Was? Jeder von. Naja, nicht jeder. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auch unbedingt wieder Leute, die. Der hat ja doch, hat er. So. Okay, er hat einen letzten noch, Ja, ja? ja, ja. Welcher Baum hat keine Wurzeln? Da kommst du ja nie Oh drauf. Gott, nee. Der Purzelbaum. Oh meine Gott. Nein, da wäre ich auch wirklich nie drauf gekommen. Na klar nicht. Das ist ja auch kein Baum, Mann. Aber Ja, egal. du denkst echt über eine Pflanze nach. Obwohl man weiß, Naja. dass es ein Flachwitz ist, ne? Das ist Ja. wirklich. Du kannst einfach den Gedanken nicht abstellen, dass es schon irgendwas Blödes ist, aber nicht, dass es so blöd ist. Ja, das stimmt. Ach, Wahnsinn. Darauf erstmal ein Duplo. Was? Auch noch ein Duplo, verstehst? Hätte ich jetzt auch gern. Wichtige Frage, Erz. Ja. Entschuldige, Leute, wir driften kurz ins Just-Setting ab. Duplo White oder normal? White. Sehr gut, ich esse auch gerade ein White. Oh Mann, ey. Oh Gott, wo geht's los? Da oben.
Nein, halt doch die Leute! Wenn die hops gehen, bringen die mir auch nicht mehr. Aber ich brauche mal wieder Bio mit Nahrung. Warum hast du keins? Ich kriege echt schlecht Nahrung, nur mein Anfangsbiom. Gold, obwohl ich weiß gar nicht, was in diesem Dunklen da spawnt. Und in der Wüste aber rein theoretisch. In dem Dunklen hier spawnt, glaube ich, nur diese Bäume. Aber jetzt, wo du es so sagst, ich bekomme auch, glaube ich, deutlich weniger Nahrung als Holz. Ich habe mal einen neuen Dings gesetzt, Marktplatz. Okay. Ich könnte ja auch mal einen sitzen. Die sind halt schon wieder alle so übermächtig. Ja, ich find auch, ey. Monster, die soll ich mir vielleicht zuerst holen. Ah, was sind da für Pilze? Heilpilze mal wieder. Die einfach in mich reinrennen, Mann. Wo kommen die denn jetzt? Jetzt her. Was ich auch mies finde, ist, ich kann hier links neben dem, dieser lilane, ich kann die Stärke nicht sehen. Boah, jetzt greift er mich an. Da kannst drauf drücken auf seinen Namen, der hat 1,4 gehabt. Aber ich weiß nicht, was alles. Ich krieg's nicht. Nur Holz. Och, jetzt weiß ich, wie das passiert ist. Die Karawanen locken die Leute darum. Deswegen laufen die da überall rum, ja? Ja. Was? Boah, jetzt greift er dich. Sie mich jetzt an? Der Timer ist abgelaufen. Ich habe gar keinen Timer gesehen gerade. Ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Es muss aber wieder reichen. Ach Gott, da unten geht der Timer ja schon weiter. Ich bin gerade voll froh, dass du da alles kontrollierst. Gerade ehrlich mal sagen.
5K, 4K und 3K. Ich hab 10K. Da bin ich denn aktuell? Ich bin jetzt bei 39,7K. Warum bin ich denn schon so hoch? Weil du auch viel mehr gekämpft hast bisher. Du setzt andere Truppen ein als ich. Ich gehe ja voll auf die Axtwerfer und habe noch keine Masse davon. Ich gehe hier auf die großen Axtwerfer, der Axtriese. Ja, das mache ich noch nicht. Da gehe ich aber auch noch hin. Zumindest war das mal der ursprüngliche Plan. Riese ist natürlich eigentlich auch eine gute Option, ne? Der Axtriese und der Hammerriese. Du meinst der Was? Hämmerer? Nee, Oder? nee, der Hammerriese. Ah, da. Ja, den Spezialer. Stimmt, wahr. Weil dann hast du beides. Dann hast du wieder Fernkampf und Nahkampf und beides Riesen. Ja. Und dann nehme ich ja das, was ich sowieso noch mache. Mittlerweile immer mal so ein paar Wassermagier dazwischen Ja, und genau, die ja. Schildzauberer und Healer. Und die wo Gelehrten. Ja. Das Einzige, was ich brauche, ist Nahrung. Ich bin jetzt überall nur noch Kürbisse am Setzen. Die ganzen Biome davon sind voll. Weil ich einfach zu viel Holz habe. Ja, ich weiß, Dass was du ich ja für meinst. die. Und das ist halt wieder das Gute bei den Hammerriesen und so. Die Da kosten brauchst ja du nur mich ja Gold sonst nicht. und ja, eben. Genau. Deswegen kannst du auch überall die Kürbisse setzen. Überall steht eine Bank für Gold. Dann kommen die Kolosse dazu. Oh, in einer Minute will er angreifen. Meiner greift gleich in 16 Sekunden an. Das heißt, bevor der angreift, greife ich den mal an. Oh, der greift mich gar nicht an. Oh, die Barbaren oben greifen mich auch nicht an. Aber die Monster Boah, oben, die zwei, werden Minuten 22k. aufräumen. Boah. Ja, 23K die Barbaren bei mir. Oh, die greifen dich ja gleich auch schon an. Monster da, ne? Ja. Ja, das sind die, wo ich mich jetzt ein bisschen fürchte, wenn ich alt bin. Ich könnte dir Gold ohne Ende geben. Ich auch.
Hier oben mal schnell eine 23K-Truppe aufgebaut. Wenn der dich angreift, bin ich mit dabei. Oben in dem einen Gebiet? Ja. Also wo meine Truppen sind? Genau. Weil unten habe ich ja auch noch ein Gebiet. Aber deine Truppen sind doch eins unter mir, oder? Ja, richtig. Ach so, ja, okay, dann. Weil ich muss nämlich gerade bei mir im Auge behalten, da sind nämlich auch die Monster, die gleich angreifen. Ich hoffe, dass die auf die Barbaren gehen. Gleich geht's los. 2, 1. Oh, der geht runter. Stecken aber tierisch weit weg. Oh nein, jetzt kommt der auch noch. Er will auch direkt von zwei Seiten angreifen, oben und unten. Soll ich da Truppen spawnen? Boah, was für ein Drecksack. Einheiten hier oben. Weißt du, wir machen die Taktik schon die ganze Zeit, aber jetzt ist der ein Drecksack. Ja, klar. Das kriegst du locker hin. Oh, bin ich der Bot. Ich denke die ganze Zeit, warum kriege ich eigentlich so wenig? Ich habe die ganzen Upgrades nicht mal gefahren. Ist kein Wunder, dass ich nichts krieg, oder? Die Forschung meinst du? Ja. Gut, dass du mich daran erinnerst, weil ich habe da eigentlich auch so gut wie nie was getan. Nett, ich mache das jede Runde, aber die Runde habe ich jetzt vergessen. Ah, krass. Okay, er hat's marschiert weiter, es wird Zeit, dass ich das auch mache. Nee, der hat mich angegriffen. Oh Gott, ich werde bestimmt auch gleich angegriffen.
Ich verstärke besser schon mal. Ich hab's so gewusst, Mann. Meine Armee einfach nur noch übelst stark wird. Ich habe ja schon eine Stärke von 248,1k. Ja. Du bist schon übelst am Abgehen. Da habe ich aber auch echt nicht mehr drauf geachtet. Da kann man noch ein paar verstärken. Vor allem, ich habe einen nächsten Kriegsherr. Ich weiß gar nicht, woher der jetzt kommt. Vermutlich aus der einen Kiste da. So, jetzt sind wir bei 290k. Wie schnell das geht, 340k. Ja, das geht dann auf einmal übelst schnell, weil du ja nur noch umbringst im Grunde. Ja, die Leute nur noch am Hochleveln sind. Ja, genau, das meinte ich. Die marschieren da gerade einfach durch, als hätte es die Mauer gar nicht gegeben. 370k. Oh, wie mich da unten angreift. Pass mal, wie die Banditen mich einfach angegriffen haben. Und direkt eine Stärke von 38k haben, weißt du? Sind mit 2k rübergekommen. Echt? Ja. Na, weißt du, wie die aufgelevelt haben? Nur in deinen Gebäuden oder sowas. Problem ist halt einfach, dass die Monster hier plötzlich alle angreifen wollen, weißt du? Ich komme irgendwo ins Gebiet und dann läuft am Nachbargebiet schon der Timer ab. Gut, dass ich das Problem nicht habe.
Du kommst da auch wieder 136 km/h. Bitte? Ich sag, du kommst da oben auch mit einer 136 km/h. 153. Okay. Aber da muss noch mehr gehen, Mann. Da muss noch viel mehr gehen. Deswegen greife ich jetzt schon die Stärkeren an. Gegen die, vor denen ich mich sonst immer fürchte. Ich kann nichts mehr erstellen. Nicht mal mehr einen Kürbis kann ich sonst. Ja, das ist das. Da ist jetzt Einheitengrenze erreicht. Ich glaube aber, mit jedem Kreis kriegst du wieder ein paar mehr Einheiten dazu. Also kannst du damit wieder machen. Ich auch nicht. Vielleicht habe ich auch Der so hat sich hier schön verstärkt. 56,7 km/h. Gegen meine 486. Okay. Ich habe jetzt 10,4 gegen meine 184. Oh Gott, hier ist der König mit dabei. Ach lol. Ja, ich das komme. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich jetzt Schnell auch erst abbrechen. gesehen. Nein, der greift dich eh schon an. Der wird dir hinterherlaufen. Ich komme. Mach ich jetzt mal platt. Da sind aber auch nur noch Äxte geflogen, Mann. Ja. Siege Engineer habe ich gerade bekommen. Ich auch. Boah, krass. Oh, ich werde gefragt. Du hast insgesamt mehr als 10 Stunden und 32 Plus Spiele gespielt. Guter Fortschritt soweit. Würdest du Circle Empires Rivals einem Freund empfehlen? Ja, die Frage habe ich auch gerade bekommen. Gefällt dir Circle Empire Rivals? Tja. Also, wenn man mir schon so eine Frage stellt, darfst du anfangen. Du wurdest zuerst gefragt. Nein, Spaß. Ja. Ich hätte jetzt noch keine 10 Stunden, wenn es mir nicht gefallen würde, ne? Das ist richtig. Aber ich es muss... Es ist halt eigentlich ein Spiel für zwischendurch. Das muss man ganz klipp und klar sagen an der Stelle. Es ist ein Spiel für zwischendurch. Das ist gut. Wir können eigentlich gerade ein Fazit ziehen. Ja, es ist ein Spiel für zwischendurch, da stimme ich dir zu. Ja. Jetzt gerade zieht's halt einfach. Genau, und der Anfang super interessant. Ich schätze mal, es wird auch später ein bisschen nachlassen, aber das ist halt so ein Game, das kann man immer mal so zwischendurch eine Runde, okay. Ja, und die Runden gehen dann ja oder müssen ja auch nicht so lange gehen, wie wir sie jetzt auch machen. Das Richtig. Muss man auch mal fairerweise dazu sagen. Gut, wir spielen die Mission, da sind die vielleicht auch ein bisschen länger. Aber wenn man so ein Gefecht macht, kann man auch eben eine 9er-Kreiskarte machen. Im One-on-One. Ja. Also, ne, das geht dann eben nicht so lange. Die sind relativ schnell vorbei. Auch im Koop, wenn man die 12er-Kreise nimmt. Die sind ja auch ruckzuck vorbei. Ja. Man muss ja nicht immer so extrem Einheiten sammeln, wie wir das tun. Ja, wir wollen halt nicht verlieren, ne? Wir haben dann immer Angst davor, zu verlieren. Ja, richtig, obwohl wir es eigentlich gar nicht haben müssen. Das stimmt, ja. Ich spiele ja noch zu zweit, ne? Und dann kommt noch mit dazu, ich habe ja immer diese Upgrades, dass ich Ressourcen zurückbekomme, wenn meine Einheiten sterben. Zusätzlich sterben ja noch gegnerische Einheiten, wovon ich ja auch nochmal Beute mache. Letzten Endes kann ich, wenn die Armee stirbt, eine neue ausheben. Ja, richtig. Die ist vielleicht nicht mehr ganz so stark da, aber sie ist halt das da. Das Hochleveln macht's halt, ne? Ja. Ja, das merkst du vor allem in so einer Runde wie jetzt gerade. In so einem, ich sag mal, Late-Game oder Mid-Game-Ding fängt das ja an. Du wirst immer stärker. Und dann fängst du nämlich an, auf einmal die Dinger richtig platt zu machen und wirst immer stärker und stärker und stärker. Und dann merkst du eigentlich nur noch, wie hart die Level deiner Armee auf verstärken. Ja. Das und ist schon der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Oder in dem letzten Spiel gesehen auch die Axt. Ja. Aber ja. Auf jeden Fall, ich würde es auch weiterempfehlen. Es ist halt ein cooles Spiel für zwischendurch. 10 Stunden, 29 plus Spiele, sagt ja schon alles. Ich muss Wir aber haben's auch jetzt ehrlich auch sagen. Gesuchtet, aber ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin noch nicht durch. Also ich meine, für heute ja, aber morgen oder die Tage kann man da gerne auf jeden Fall nochmal eine Runde spielen. Bin ich auch voll dabei. Wir wollten auch mal gegeneinander spielen, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Das wäre auch mal vielleicht eine coole Sache für einen Stream. Aber grundsätzlich würde ich aber auch sagen, ich weiß nicht, ob ich es zum Vollpreis empfehlen kann. Ich weiß nämlich jetzt auch gar nicht, was der Vollpreis ist. Ich habe es mir im Sale geholt, plus DLC auch gleich. Richtig, für knappe 7, 8 Euro. Genau, und
Ah, gut, das DLC bringt jetzt nicht viel, aber ich wollte es halt haben. Ich glaube, da sind noch ein paar zusätzliche Zauberer und Einheiten drin. Und Stimmt. Biome auch. Und der Spielmodus, der eine, der bei uns noch nicht anwählbar war im Multiplayer, weshalb auch immer. Ja, der nicht funktionierte, der Terraforming-Spielmodus. Stimmt, ja. Da kann man irgendwie die Kreise so nach seinem Belieben terraformen halt. Wenn du sagst, ja, ich spiele aber gerne noch Wasserbiom, nur mal angenommen, dann gehst bis auf einer Grasfläche, kannst da so ein Teil hinschicken, ich habe es nur im Video gesehen und dann zack, wird da ein Wasserteil raus. Ah, okay. Klingt erstmal nicht schlecht, muss man sich halt anschauen. Weiß ich immer noch nicht. Ob das auch wirklich jetzt so ist, ich weiß ja nicht, was ein Terraformer kostet und so. Ja, und wie das dann Aber ich würde es vonstatten auf jeden geht. Fall weiterempfehlen. Und ich klicke jetzt hier auf Würde nicht empfehlen, aber ist doof, weil im Stream kann man sehen, was ich geklickt habe. Okay. Hast du Gefällt dir jetzt. Circle Empires? Ja, gefällt mir. Aber auf Steam empfehlen will ich es jetzt nicht. Ich habe es ja gerade im Stream getan. Genau. So, und dann haben wir Monsterjagd Voltaire, der verruchte Vampir. Da geht es dann beim nächsten Mal wahrscheinlich weiter. Genau. Aber wann das sein wird, weiß man noch nicht. Morgen wird vielleicht sogar mein Handstream auf Eis gelegt für den Kosmotier-Stream. Vorausgesetzt, wir kriegen das morgen zeitlich hin. Und ich habe das vorhin richtig verstanden und sag jetzt nicht irgendwas, was noch gar nicht fest war. Damit bin wahrscheinlich jetzt ich gefragt, wenn du so eine lange Denkpause reinmachst. Ja, wäre Richtig. ich dabei. Auf jeden Fall morgen eine Runde Kosmotier zocken, ja. Dann allerdings tatsächlich etwas früher, dann gucken wir mal. Uhrzeit machen wir Ja. noch ab, 18 Uhr. Muss man schauen, aber ich denke mal so 18, denk mal 18:30 eher. Fängt doch schon mal nach einer Hausnummer. Also plus minus um 18:30 rum. Kann man so sagen, ja. Gut. Ansonsten kann ich nur an der Stelle empfehlen, folgt uns, abonniert uns bei YouTube, schaut gerne bei Twitter rein, folgt uns auch auf Twitter oder aber auf Instagram. Dann seid ihr eigentlich, man könnte sagen, nahezu up to date, was das betrifft und kriegt auch immer mit, wenn wir einen Stream starten. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, boy, so viele Sachen, wo ich gleichzeitig abonnieren muss und überall muss ich rausgoogeln, das geht viel einfacher. Ausrufezeichen Discord, jetzt hier in den Chat oder auf Anfrage bei YouTube. Jederzeit bekommt ihr den Link, könnt der Community beitreten, seid so nah wie möglich an uns heran, wie ihr halt sein möchtet. Aber vor allem habt ihr da alles auf einen Blick. Denkt drüber nach. Nein. An der Okay. Stelle werde ich mich dann jetzt verabschieden, wünsche euch noch einen angenehmen Abend und würde dann sagen, bis morgen bei Kosmotier. Ja, dem schließe ich mich an, an alle Zuschauer von Erz und natürlich auch von mir. Euch wünsche ich noch einen schönen Montagabend und hoffe, bis morgen. Ja, ich hoffe auch, dass du morgen da bist. Ja, ich meinte jetzt auf die Zuschauer. Ja, das weiß ich. Ich konnte es mir gerade nicht nehmen lassen. Dann macht's gut und bis dann. Bis dahin.